Können wir loslegen? Ja. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Ulrike Tessarek. Frau Dr. Ulrike Tessarek ist die Netzwerkmanagerin der St. Franziskus Hospital GmbH in Münster und das macht schon richtig neugierig. Das heißt, Sie haben da ein Netzwerk, das Sie managen müssen. Erzählen Sie uns ein bisschen was darüber. Ja, bei dem Netzwerk handelt es sich um die Kooperation zwischen einem Facharztzentrum und dem St. Franziskus Hospital. Das Facharztzentrum, das Franziskus-Carré, ja, kann man vielleicht kurz beschreiben. Es beinhaltet 17 Facharztpraxen, über 40 Fachärzte sind dort tätig. Wir haben unterschiedliche Gesundheitsdienstleister dort und auch noch zusätzlich einen ambulanten Operationsbereich integriert. Ja, und das Krankenhaus selber ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 562 Planbetten. Ja, 18 Fachabteilungen sind dort. Also man sieht, es sind schon viele Partner, die es dann sinnvoll zu vernetzen gilt. Haben Sie sich da die eigene Konkurrenz ins Haus geholt? Das ist eine Frage, die uns 2007 auch schon häufiger gestellt wurde. Das Carré ist seit 2007 am Start und man muss sagen, innerhalb der letzten 3,5 Jahre ist deutlich geworden, dass wir wirklich voneinander profitieren. Es gibt viele Modelle, viele Verzahnungen schon, wo wirklich die Partner intensiv miteinander arbeiten und auch sinnvoll die Patientenversorgung voranbringen. Also von daher kann man schon sagen, es ist keine Konkurrenz, sondern definitiv eine Kooperation. Eine Kooperation, die ich selbst auch schon gesehen habe und bewundert habe. Eine Kooperation, die aber nicht ganz selbstverständlich ist. Denn das ist ja nicht so einfach, solche Einzelkämpfer wie niedergelassene Ärzte mit mehr Teamplayern wie Ärzten und Pflegekräften in Krankenhäusern zusammenzubringen. Und das ist genau Ihr Job, die so aufeinander einzustimmen und so miteinander ins Gespräch zu bringen, dass das Ganze funktioniert. Ganz genau, wobei ich schon auch sagen muss, da hilft mir auch so ein bisschen meine Ausbildung. Also ich habe ja nach 15 Jahren klinischer Tätigkeit als Fachärztin für Anästhesie noch einen Studiengang Gesundheitsmanagement absolviert und dann noch einen Public Health Studiengang und habe mich in dem Bereich sehr intensiv mit Kooperationen im Gesundheitswesen auseinandergesetzt. Und von daher habe ich schon so das notwendige Know-how, um wirklich zu gucken, wie kann man das günstig voranbringen. Und das A und O ist definitiv, es braucht jemanden, der sich darum kümmert. Es braucht eine Struktur und man muss schon auch einen Schwerpunkt setzen auf die Grundlagen. Das sind vertrauensbildende Maßnahmen, das sind Kommunikationsplattformen. Man muss also insofern erstmal die Grundlagen bieten, um dann sektorenübergreifend Projekte anzustoßen und die Akteure zusammenzubringen, die dann auch wirklich sinnvoll miteinander verzahnt arbeiten. Aber es ist immer wieder viel Engagement notwendig, um die wirklich auch alle ja einfach bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vom Nutzen dieser Geschichte auch immer wieder zu überzeugen. Also ist keineswegs ein Selbstläufer, den man mal anstößt und man macht am Anfang so ein bisschen, ne, habt euch alle lieb und danach funktioniert es, sondern es braucht wirklich regelmäßig und dauerhaft ein Management, das dafür sorgt, dass dieser Prozess, der da in Gang kommt, auch weiter in Gang bleibt und dass man auch auf Dauer sich miteinander verständigen kann und wirklich gut miteinander arbeiten kann. Ganz genau. Also es ist wirklich ein zyklischer Prozess und man muss auch immer zusehen, dass man in Form der Projekte deutlich macht und wirklich den Nutzen auch deutlich macht. Vielleicht ein kurzer Hinweis auf ein Netzwerk, was wir im Moment einfach, was schon sehr schön läuft, das ist die Vernetzung zwischen der Praxis für Pränatalmedizin und Humangenetik und den Kliniken Geburtshilfe und Neonatologie. Bei Bedarf wird auch die Klinik der Kinderchirurgie mit eingebunden, sodass im Prinzip der gesamte Behandlungsablauf von diesen Patienten, von den Schwangeren, konstant von allen Beteiligten mit begleitet und behandelt wird, sodass Schwangere, Ungeborene als auch Neugeborene letztendlich ohne großartige Lücken oder Pausen bestens versorgt werden können. Und das ist natürlich ganz klar ein Nutzen, sowohl für alle Beteiligten, primär natürlich auch für die Patienten. Und das haben wir dann auch im Bereich der Pneumologie, wo eben auch eng die Praxis für Pneumologie gemeinsam mit der entsprechenden Klinik arbeitet. Es gibt viele Bereiche, auch ein Gefäßnetz kann ich berichten. Also ich glaube, ich könnte jetzt doch schon viele Dinge berichten und es gibt auch viele Ideen, die einfach im Moment in der Entwicklung sind. Aber es braucht eben die kontinuierliche Weiterentwicklung. Sie haben an zwei Stellen bei der Planung und bei der Vorbereitung aber gute Voraussetzungen geschaffen, nämlich einmal bei den Verträgen. Sie haben nämlich Verträge geschlossen, die so aussehen, dass sie eben Kooperationen beinhalten. Da gibt es nicht nur Mietverträge mit den niedergelassenen Ärzten, die ja in Räumlichkeiten arbeiten heute, die dem Krankenhaus gehören, sondern sie haben darüber hinaus auch die Kooperation vertraglich im Grunde festgeschrieben. Genau, also es wurden bewusst die Partner nur mit ins Boot genommen, die auch bewusst die Kooperation im Sinn hatten, einfach erzielen wollen, die auch bewusst ambulant stationär vernetzt arbeiten möchten. Und insofern wurde das vertraglich niedergeschrieben. Was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, dass nicht nur die Geschäftsführung des Hauses und nicht nur die Mieter des Carrés, sprich die primären Partner unterschrieben haben, sondern gleichzeitig auch die möglicherweise betroffenen Chefärzte und leitenden Ärzte des Hospitals. Zu Ihrer Frage zum Thema Konkurrenz, ganz wichtig, sobald man wirklich alle Akteure mit einbindet, ist das Problem relativ schnell gelöst, weil dann alle ein Interesse haben. Ein zweiten Punkt, den ich gut gelöst finde, ist, Sie haben das auch baulich gut gelöst. Sie haben nämlich die richtigen Praxen auf der gleichen Ebene wie die zugehörigen Abteilungen oder umgekehrt, die zugehörigen Praxen auf der gleichen Ebene wie die Abteilung, überall da, wo das möglich war. Das heißt, es ist auch eine Kooperation der kurzen Wege. Unbedingt. Also es ist ja, viele haben ja damals gefragt, wieso holt man sich denn die Konkurrenz direkt vor die Haustür? Das ist es ja nicht. Es ist ja noch viel schlimmer in Anführungsstrichen. Wir haben wirklich Flur an Flur die Partner vor Ort, aber gerade das ist sehr günstig, weil man dann wirklich auf schnellen Wege, wenn dann auch mal Patienten nicht zu Fuß gehen, sondern mit Betten transportiert werden möchten, kann man wirklich auf kurzem Wege alle Bereiche erreichen. Und Sie haben auch personelle Kooperationen, wenn ich das richtig weiß, gibt es ja eine Funktion, eine wichtige Funktion im Krankenhaus, die von einem der niedergelassenen Ärzte wahrgenommen wird. Ganz genau. Es ist der Leiter oder einer der leitenden Ärzte der Augenabteilung, der Belegabteilung des Hauses, die auch eben im Carré auch niedergelassen sind, der Professor Paul Eikow. Er ist gleichzeitig zum stellvertretenden ärztlichen Direktor ernannt worden und ist von daher ein sehr, sehr gutes Bindeglied zwischen den Praxen und dem Hospital, weil er im Prinzip beide Bereiche einfach im Blick hat und entsprechend strategisch auch weiterentwickelt. Bei solchen Modellen fragt man dann irgendwann nach der Wirtschaftlichkeit für beide Seiten. Wie würden Sie das, Sie haben eine ganze Zeit schon jetzt als Erfahrung hinter sich, wie würden Sie das beurteilen? Hat es sich für das St. Franziskus Hospital gelohnt und hat es sich für die niedergelassenen Ärzte gelohnt, die jetzt im Franziskus-Carré sind? Insgesamt muss man sagen, als Ergebnis, die Zahlen steigen. Also meistens kann man das ja in Form von Patientenzahlen ganz gut darlegen. In allen Bereichen steigen die Patientenzahlen und ich würde im Ergebnis ganz klar deutlich machen, dass die Erfahrung zeigt, dass wir als Kompetenzzentrum, also das gesamte Franziskus oder der Campus, wie man ihn vielleicht auch beschreiben kann, dass es stark als Kompetenzzentrum wahrgenommen wird und für alle Beteiligten sich sehr positiv entwickelt hat. Es gibt keine Hausärzte in diesem Carré. Das sollten Sie vielleicht auch noch erklären, warum das so ist. Ja, es war damals schon die Frage oder die große Sorge der Niedergelassenen, inwieweit wir mit diesem Facharztzentrum ja möglicherweise ein medizinisches Versorgungszentrum aufbauen. Das ist bewusst nicht passiert. Es ist bewusst eine Kooperation mit selbstständigen Partnern angestrebt worden, um eben genau das nicht zu tun, um eben deutlich zu machen, diese Patienten gehen wieder zurück zum Niedergelassenen und es soll eben kein Kreisen der sogenannten oder ein sogenanntes Kreisen erfolgen, sondern die Patienten werden wieder zurück zu den Einweisern geschickt. Also das ist bewusst so gemacht worden und wird auch weiterhin. Also es wird keine hausärztliche Versorgung im Carré geben, sondern es ist ein spezialisiertes Facharztzentrum. Wie der Name ja eigentlich auch schon sagt, aber trotzdem ist es schon interessant, die unterschiedlichen Strategien sich anzuschauen, die an dieser Stelle laufen. Zusammenfassend könnte man also sagen, es lohnt sich für das Krankenhaus, weil die Patientenzahlen steigen, die Kompetenz offensichtlich wird wahrgenommen von den Patienten. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich entschieden haben, im Facharztzentrum mit ihrer Praxis zu arbeiten, für die lohnt es sich auch, weil ihre Patientenzahlen steigen auch. Aber vor allem lohnt es sich für die Patienten. Unbedingt. Also ich denke, dass vielleicht in Kurzform, in Form dieser Modelle deutlich geworden ist, wie sehr die Patienten davon profitieren. Und ich denke, das ist auch wirklich das langfristige große Ziel, was man wirklich im Auge haben muss, dass es letztendlich darum geht, die Patientenversorgung zu bessern, die nahtlosen Übergänge zwischen stationär und ambulanten Bereichen so zu entwickeln, dass es wirklich nur von Vorteil ist. Das ist das Ziel. Fragen Sie die Patienten? Das wäre das Nächste. Wir haben das im Hinterkopf. Wir haben natürlich so viele Entwicklungen, so viele Baustellen in Anführungsstrichen, dass wir das bisher noch nicht umgesetzt haben. Ansatzweise in einem Bereich, auch ansatzweise in einzelnen Praxen, weil auch Befragungen durchgeführt werden. Und jetzt werden wir aber es ist zumindest so geplant, dass wir eine grundlegende Befragung aller Bereiche durchführen möchten, um einfach zu schauen, wie empfinden die Patienten das. Genau. Aber Sie sind viel dort unterwegs, reden natürlich auch mit Patientinnen und Patienten. Wie ist bisher so diese Rückmeldung? Ein bisschen informell, und das ist mit Sicherheit keine systematische Untersuchung, aber was sagen die, wenn Sie sagen, da gehen wir gerne hin, weil? Ich denke, die am meisten benannte Antwort ist einfach, da geschieht schnell irgendwas für mich, da ist schnell eine Verzahnung da. Wenn ein Problem ist, kann mal schnell ein Kollege gefragt werden. Und vielleicht nochmal so ein kurzer Hinweis auf unsere Veranstaltungsreihe. Wir haben ja damals mit einer Veranstaltungsreihe gestartet im sogenannten Franziskus-Forum, wo eben Akteure zusammenkommen, stationär und ambulant, die sich um eine Patientengruppe kümmern. Und das sind genau die Akteure, die auch mal eben gefragt werden und wo einfach die Patienten sehr deutlich empfinden, dass da eine Zusammenarbeit stattfindet, dass man sich abstimmt und dass eben sie mit ihrer Erkrankung nicht, Gott weiß, lange warten müssen, bis sie zum nächsten Experten kommen, sondern dass das eben die Möglichkeit der kurzen Wege bei uns besteht, weil eben alles hier vor Ort einfach da ist. Integrierte Versorgung könnte man sagen, oder besser vernetzte Versorgung, weil dieser Begriff integrierte Versorgung ja besetzt ist. Vernetzte Versorgung, wie sie eigentlich besser nicht sein kann. Frau Tessarek, ganz herzlichen Dank. Gerne.